Herzlich willkommen bei Was mit Wahlen, immer noch aus meinem neuen Büro. Die Umzugskiste ist weg, das Telefon ist da, es geht also voran. Wir haben in Folge 10 schon über Wahlen, Wahlkämpfe, Wahlkampfdynamik gesprochen und das Fazit war, alles kann, nichts muss. Es kann doch eine Menge passieren in den letzten 4 Monaten vor einem Wahltag, muss aber nicht. Heute wollen wir uns mal die Wählerinnen und Wähler anschauen. Was passiert eigentlich mit denen in einem Wahlkampf? Unentschlossene, Spätentscheider, das sind ja so die Schlagwörter rund um Wählerinnen und Wähler, die wir häufig hören. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie viele es von denen eigentlich gibt. Unentschlossene. Für uns ist jemand unentschlossen, der auf die Sonntagsfrage mit Weiß nicht antwortet. Der also noch nicht weiß, welche Partei er bei einer bevorstehenden Bundestagswahl wählen wird. Wir sehen hier, wie sich der Anteil dieser Unentschlossenen in den Wahljahren 2005, 2009 und 2013 verändert hat. Die blaue Linie für das Wahljahr 2005 liegt am höchsten. Bei dieser vorgezogenen Bundestagswahl gab es also am meisten Unentschlossene. Wir sehen aber über alle 3 Wahljahre hinweg, dass der Anteil der Unentschlossenen im Laufe eines Wahlkampfs grundsätzlich abnimmt. Er nimmt zwar auch mal von Woche zu Woche zu, insgesamt geht der Anteil zurück. Je näher der Wahltag kommt, umso mehr Menschen sind entschieden. Und trotzdem darf man eines nicht übersehen. Selbst in der allerletzten Woche vor der Wahl waren 2005 rund ein Viertel aller Menschen noch unentschlossen. Und auch 2009 und 2013 waren es so 17-18%. Zwar wählen diese Menschen am Ende dann häufig gar nicht, weil sie ihre Unentschlossenheit nicht auflösen können. Aber wir sehen, in Wahlkämpfen ist bis zur letzten Minute was zu holen. Viele Menschen sind wirklich bis zum Schluss noch unentschlossen. Das waren die Unentschlossenen. Jetzt gucken wir uns mal noch die Spätentscheider an. Beziehungsweise genau genommen gucken wir uns an, wann Menschen sich entscheiden, ob und wie sie am Wahltag ihre Stimme abgeben. Was Sie hier sehen, ist genau dieser Zeitpunkt der Wahlentscheidung für die Wahljahre 2005, 2009 und 2013. Und die Muster sind sehr, sehr ähnlich. In allen 3 Wahljahren sagen so zwischen 50 und 60% der Menschen, dass ihre Wahlentscheidung eigentlich schon lange vor dem Wahlkampf und dem Wahltag feststand. Die anderen 40, 50%, die entscheiden sich nach eigenen Angaben erst im Laufe des Wahlkampfes. So rund 20% in den letzten Wochen vor der Wahl, so rund 15% in den letzten Tagen vor der Wahl und rund 10%, immerhin jeder Zehnte, entscheidet sich erst am Wahltag selber, ob und wenn ja, wie er oder sie sich entscheidet. Wir sehen also auch hier, bis zum Schluss, bis zum Wahltag, ist in heutigen Wahlkämpfen noch eine Menge zu holen. Viele Unentschlossene, viele Spätentscheider und das heißt auch in letzter Konsequenz, in Wahlkämpfen geht's heute richtig um was. Insofern sollten wir Wahlkämpfe auch nicht schlecht reden, sondern wertschätzen. Da wird über die Zukunft unserer Demokratie entschieden und das ist doch nicht ganz unwichtig. Das war's für heute. Sie wissen, alte Videos hier, Website hier, Kanal abonnieren da außen. Wir haben noch eine Menge auf Lager. Wir haben noch nicht über Social Media geredet, wir haben noch nicht über Briefwahl geredet und falls Sie eine Idee haben, worüber wir mal reden sollten, schicken Sie uns eine Mail oder nutzen Sie auf Twitter den Hashtag WasMitWahlen. Auch das erreicht uns. Das war's für heute. Machen Sie es gut und ich räume jetzt so ein bisschen mein Büro aus.